Ja, hier ist ordentlich weitergegangen in der Werkstatt, aber erst vorweg fragt mich noch jemand, hast du ja jetzt eigentlich ein Radio hier? Momentan benutze ich einfach, den habe ich ja immer schon gehabt, in meinem Bluetooth-Lautsprecher fürs Handy. Ich meine, das geht auch gut, ne? Das digitales Radio. Ich habe ja unbegrenztes Datenvolumen, dann geht das auch. Würde ich mich nicht beklagen. So viel dazu. Und irgendwas wollte ich euch noch zeigen. Naja, stolper ich bestimmt noch drüber. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es hier mit der Lampentechnik vorangegangen. Die ist abgeschlossen. So, ich habe jetzt 11 Lampen hier installiert. Und zwar, ich weiß nicht, ob die flackert. Genau, die flackert. Ist auch egal. Da habe ich hier einen schönen Schalter aus. Flackert es nicht. Das habe ich. Ich habe Angst, dass es vielleicht zu dunkel ist, wenn ich hier lesen möchte. Dann lege ich es ja hier rauf und blätter durch von meinen Anleitungen und so. Kann ich hier ein Licht anmachen, habe es doch einen Ticken heller. Nur dafür ist sie. Die geht auch mit den anderen aus, falls ich sie vergesse. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich eine Lampe hier habe, die ich dann nicht ausschalte oder so. Ja, also ist davon abgezweckt. Dann kann ich sie eben separat noch mit anschalten oder auch nicht. So viel dazu. So, denn die drei kommen hier. Hier seht ihr schon einen Schalter. So. Denn leuchten, wie ich schon wollte, nur diese drei Lampen hier. Der Rest ist aus. Die werden über den Hauptschalter von draußen geschaltet, wenn ich reingehe. Das ist eine feine Sache. So. Und auch die hier gehen nur an, wenn die anderen leuchten. Kann ich hier anschalten und dann brennt der Rest. Ja, alles an Kabelkanälen ist verlegt. Keine hängenden Kabel mehr. Endlich. Hier jetzt zum Beispiel bei der Drehbank kann ich jetzt hier Ast rein. Meine zehnte Millimeter sehen, sieht, wenn ich hier drehe, hier auch. Ich werfe keinen Schatten, also das ist mega. Genau so soll das ja sein. Ich komme hier, ja, kann alles richtig schön sehen. Das soll ja immer hell sein. So, dann habe ich hier noch eine sitzen, wenn ich hier eine Werkbank habe, dass ich da schön Licht habe. Bei der Bohrmaschine hatte ich ja letztens schon gezeigt, wenn ich hier stehe, Ast rein, da habe ich schön Licht. Hier bei der Säge auch wieder schön Licht. Bei der Säge habe ich schön Licht. Denn hier über dem Schweißtisch genauso, dass das schön ausgeleuchtet ist. Und dann darüber auch noch. Also das ist wirklich alles sehr schön ausgeleuchtet. Ich bin ja sehr zufrieden mit. Dann seht ihr noch, hier oben rum sind auch schon Kabelkanäle gelegt. Die habe ich von alten Schulkameraden geschenkt bekommen. Also vielen, vielen Dank auch nochmal dafür. Wir haben jetzt einmal, oder mein Vater hat die heute gelegt, einmal rundherum. Das ist für die Kraftverteilung nachher und so. Die ersten Kraftdosen sitzen. Ja. Soweit, so gut. Dann haben wir erstmal einen groben Plan, wie das überhaupt alles sitzt. Das kann man ja schon mal alles soweit vorbereiten. Ja, Steckdosen und so. Hier liegt ja dieser ganze Kladderadatsch. Kleinen Verteilerdosen, großen Verteilerdosen, ja, alles, was man so braucht, ne? Also, da bin ich jetzt richtig zufrieden, dass endlich dieses treffigen Kabel abgeschlossen ist, sondern ich kann jetzt hier, ich brauche mich nirgends verbücken, komme überall durch, auch wenn das auf der Kamera sieht, das immer sehr eng aus, aber ich brauche hier keine Angst haben, irgendwie jetzt mir den Kopf zu stoßen, also, das läuft. Mega Sache. Selbst wenn da eine Verteilerdose ist, ich habe da immer noch reichlich Platz. Natürlich, ich habe keine Riesenhöhe, das weiß ich auch, aber es langt. Ne? Also ich muss nicht gebückt hier durchlaufen. Da bin ich dann zufrieden mit. Ja, soweit, so gut haben wir das endlich abgeschlossen. Also ich bin begeistert mit diesem Schalter noch hier. Wie gesagt, aus Stromspargründen, wenn man jetzt nur Schrauben holt, hat man die drei an. Gegebenenfalls kann man noch die vierte dazu schalten. Die würde jetzt auch einzeln separat gehen mit den dreien. Also die drei müssen laufen, damit die anderen zugeschaltet werden können. Ganz einfach. Ja, simple Sache. Auch wenn ich den Schalter nicht ausmache, dann gehen halt alle an. Ist auch kein Problem. So war mein Gedanke, weil sonst vergisst du das wieder und ach, ne? Und so ist das einfach schnell und übersichtlich gemacht. Also da bin ich sehr zufrieden mit. Ja, Mann, das glaubt ihr gar nicht. Endlich ist das abgehakt. Soll nochmal die Kabel für die Lüfter gelegt werden. Aber da muss ich erstmal einen Tisch für haben und so. Das,
ich dann die Schalter so setzen kann oder vielleicht kommen die auch direkt an die Decke, ich weiß es noch nicht. Das muss man nochmal schauen, wie das gemacht wird. Hauptsache, die setzt erstmal drin und dann der Rest ergibt sich ja nach und nach. So, ich bin nun dabei, Werkbänke zu bauen. Ja, letzte Mal hoffe ich, dass hier Chaos einmal noch ist, bevor dann alles seinen Platz bekommen kann. Ihr seht, die Werkbank geht nur bis da. Warum geht sie nicht bis zum Ende? Da ich wieder diese Siebdruckplatten nehmen werde, die ich vom Anhänger über habe, die da auch verbaut ist. Und die sind nur 2,50 Meter. Dementsprechend habe ich hier ein 5 Meter, eine 5 Meter Länge und da hinten nochmal eine 2 Meter und 50 Länge. Und hier eben 5,70 Meter genau zu sein, weil das dann ja noch da reingeht, aber 2,50 und 5 Meter. Und dann wird der rote Werkzeugschrank hier in der Ecke stehen. Da hat man das immer schön griffbereit. So dachte ich. Ja, hier vorne wird ja der Schweißtisch kommen, aber das dauert noch erstmal, wie gesagt, das ist die erste Konstruktion und dann kann ich den daran setzen. So mein Gedanke. Und dann habe ich hier hinten auch schon vorbereitet. Ein bisschen höher ist die hier bei der Drehbank. Auch noch, hier kommt eine 2,50 Meter Platte hin dann. Ja, dann sollte ich, muss ich nochmal gucken, kommt ja bis... Entweder ich nehme nur eine Platte oder zwei. Soll mir ja auch nicht so im Weg stehen. Oder ich mache es hier sogar noch ein bisschen schräge. Kann man auch machen. Das muss ich nochmal schauen. Ja, so wird das werden. Dann ist alles an Werkbänken verbaut. Hier kommt die dünne Platte rauf. Hatte ich ja schon erwähnt. Ja, und dann läuft das. Morgen soll ich nämlich nun meinen Beinspieß für den Haku schweißen. Weil... ich denke, so Donnerstag, Freitag werden die neues Heu brauchen. Und ja, dann muss das zurecht sein. Was haben wir denn? Heute ist, glaube ich, der 15., 16., 17., 18., ja, 20. hatte ich gerechnet. Das passt sehr gut. Ich denke, es wird nicht funktionieren. Ich habe da heute nochmal überlegt, weil ich die von der Netzseite aufpieken muss, sonst komme ich nicht durch, wird es, glaube ich, sehr schwer funktionieren, aber das gucken wir noch. Jetzt war ich vom Thema noch abgekommen, weil mein Vater kam. Also es ging ja noch um diesen Pieker. Ich denke, dass das nicht funktionieren wird, weil ich im Netz reinpieken muss. Und da wäre ein Greifer geiler. Also, wenn man so ein altes Ding vom Weidemann oder sowas kriegt, der wird von der Breite passen. Muss ich mal gucken. Und dann ist natürlich noch fraglich, kann er das mit der Hydraulik heben? Da hat er nicht so eine große Pumpe drin wie der andere am Frontlader. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht muss ich mir da noch irgendwas leihen, um dann bis zum nächsten Mal dann den Frontlader fertig zu haben und dann hoffen, dass es damit geht. Jo, immer geschmeidig bleiben. So, dann wurde noch gefragt, wo hast du diese Dreiecke gekauft? Ich packe euch einfach einen Link in die Beschreibung unten rein, den könnt ihr da mal gucken. So, dann geht's hier weiter. Tada, ich bin fertig. Jo. Hier ist jetzt ein schöner großer Tisch. Wie gesagt, hier vor kommt dann noch der Schrank. Schöne große Arbeitsfläche. Bin ich sehr froh mit. Ja, mega. Genauso wollte ich das haben. Hier ist noch ein Halter für die Papiertücher. Die habe ich aus der Werkstatt geholt. Quasi so, ist selbst gebaut und ja, perfekt. Dann hat man hier immer schöne Tücher zum Abwischen. Der Tisch wird denn hier noch stehen. Muss ich mal gucken, das passt mit der Säge noch nicht ganz. Oder die kommt noch einen Tick weiter rüber, die Säge. Bin ich mir noch nicht schlüssig. Ich hatte gedacht, dass er hier so nebenan kommt. Nur ich wollte die Rolle... Ich weiß sonst auch noch nicht. Vielleicht kommt die auch noch woanders hin. Muss mal schauen. Das steht auch nur erstmal hier. Ja, nur so da. So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar habe ich hier ja jetzt die alten Platten abgenommen. Und da sitzt jetzt die neue, die 15er drauf. Ja, perfekt. So mit dem kleinen Schraubstock, wie ich sagte. Super. Und hier hinten ist das auch fertig. Ich habe mich doch nun entschlossen, es nicht schräg zu machen, weil ich komme hier auf jeden Fall zwischen. Ja, sonst muss man es noch ändern, wenn es den ganzen Jahr ärgern sollte. Aber eigentlich fand ich das jetzt nicht für...
nötig, ja. Hier ist auch nur eine dünne Platte drauf. Soweit so gut, also bin ich sehr froh, habe ich heute gut geschafft, dass ich alle Werkbänke jetzt fertig habe. Die ersten Dosen hängen auf, wie ihr seht, überall. Ja, wir geben uns Mühe, genügend hier hinzukriegen. Mal schauen. Und dann geht das da hinten ja noch weiter. Oh, da bin ich froh. Mega gut. Ich habe mich nun heute dran gewidmet, und das für den Hardgood zu bauen. Habe nochmal überlegt, wie mache ich das am besten, und bin zu dem Entschluss gestern gekommen, dass ich einen Adapter für die Euroaufnahme bauen werde. Das ist am praktischsten, dann habe ich auch gleich eine Palettengabel, weil wie gesagt, mit diesem Pika wird das sowieso nicht funktionieren. Ich könnte sogar den Greifer ranbauen. Ja, bin da flexibler. Habe jetzt hier schon mal was vorbereitet. Oh, oh nein, ein Fuß unter mir. Oh nein, Entschuldigung. Es tut mir leid. Oh nein. Ja, habe ich mit der Kreissäge geschnitten. Muss nochmal... Also schneidet jetzt schon viel, viel besser. Ich habe das einmal kurz gefilmt. Wird ein bisschen laut. Ich spüre euch das jetzt mal hier ein. Schneidet jetzt schon viel, viel besser, weil das Blatt hat natürlich lange gestanden. Schneidet jetzt sehr gut. Da sind auch noch neue bei, habe ich gesehen. Zur Not wechsle ich die noch, aber eigentlich geht das sehr gut. Schmieren tut ihr sicher alleine. Super Sache. Das habe ich jetzt alles damit geschnitten. Und wie ihr seht, ist das der Rahmen. An der Vorderseite mit dem Kommunaldreieck. Das werde ich daran schweißen. Und zusätzlich, weil ich sowieso immer schon so einen Adapter haben wollte, werde ich hier, das schaffe ich jetzt heute nicht, das werde ich irgendwann nochmal machen, hier noch Punkte machen für die 3-Punkt-Arm-Schlepper, dass ich das dann auch am Schlepper als Adapter nehmen kann. Wenn ich mal schnell eine Palettengabel nur hinterm Trecker haben will, oder ich weiß nicht. Ne? Bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht, muss ich ehrlich sagen, aber wir haben oft gedacht, ob wir das mal bauen sollen. Und nun bietet sich das an, so eine Doppelnutzung zu haben, weil das Dreieck stört ja nicht. Super Sache. Ja, auf der anderen Seite werde ich das dann wie folgt machen. Hier das Eisen mit zurechtschneiden. Dann kommt da, ach, ihr seht das noch. Ich habe im Internet geguckt, wie kann ich das am gelegensten machen. Weil normal muss ich da sonst, ich könnte das nicht so gerade machen. Müsste da sondern so einen Knick rein haben. Und ja, dort wollte ich nicht so gerne. Deswegen... habe ich, wie gesagt, im Internet geguckt, wie ich das am besten anstellen kann. So, jetzt muss ich mal gucken. Da habe ich mir das einfach so ein bisschen abgeguckt. Oh, wartet, er muss noch laden. Achso, da oben ist das Bild dann. Wenn er das jetzt zeigt, so. So sieht das hier aus. Die haben dann oben einfach weiter rausgemacht und unten dann fest. Der Hako hebt sowieso nicht so viel, deswegen sollte das eigentlich so lang. Und so werde ich das dann auch machen. Ja, dem dann hier eine Verstrebung. Ich mache 2 Grade rein. Ich denke, die könnte ich mir sogar sparen, weil ich das Dreieck drin sitzen habe. Aber gut. Ne, ist immer Gewicht, aber besser ein bisschen stärker als zu schwach. Das bauen, und deswegen habe ich mich dazu so entschlossen. Ja, wie gesagt, ich denke, das ist die beste Entscheidung dafür. Bin ich flexibler, weil wenn ich mir, ich hätte jetzt auch hier Zinken ranbauen können, wäre dasselbe Gerüst gewesen quasi. Nur, ja, wenn es denn nicht geht, gut, dann hätte man immer noch einen Adapter draus bauen können, aber so kann ich auch diesen Pika vom Frontlader ansetzen. Das ist ja kein Problem. Ich kann alle Gerätschaften daran bringen, und das ist dann eigentlich eine geile Sache. Ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet. Ich habe jetzt eine USB-Platte unter, ist auch nicht das Geilste zum Schweißen, aber ich wollte nicht meine neuen Platten hier versauen. Ich habe einen Feuerlöscher nebenbei, falls sich da jetzt was reinbrennt, und das sollte brennen. Ich denke nicht, dass das nun so schnell passiert. Geil ist es nicht. Ich habe nur keine Stahlplatte jetzt, die hier so hinpasst. Ich muss dringend meinen Schweißtisch machen, ja. Aber nichtsdestotrotz muss das jetzt geschweißt werden, und das schweiße ich jetzt gleich einmal zusammen alles, und dann sehen wir weiter. Ja, mit dem Schweißtisch, also ihr seht ja, das ist jetzt auch
momentan noch als Ablagetisch. Ich werde erstmal alles verstauen und so, bevor ich hierbei gehe, weil ich da auch noch nicht hundertprozentig mit zufrieden bin mit dem Ganzen. Ja, ich muss noch mal gucken. Also, ja. Viele schrieben ja eine 20 mm Platte, das ist ja sowas wie ich hier habe. Da bist du ja auch ein Vermögen bald los für, ne? Da hast du natürlich einen ordentlichen Tisch. Ja, das ist grenzwertig, die Stärke, ne? Also das ist so. Ja, deswegen muss ich nochmal gucken. Ich muss einfach mal gucken, wie und was das Ganze nun wert. Man kann es ja immer nochmal optimieren, aber ja, das steht noch im Stern. Erstmal soll hier Platz kommen, weil jetzt, wo die Tische stehen, kann ja alles sortiert werden und weggestellt werden. Das hat ja mit dem Schweißtisch an sich gar nichts zu tun. Und wenn ich dann den Platz habe, dann kann ich hier viel besser auch einen Überblick schaffen, wie mache ich das, wie löse ich das und so. Aber erstmal muss ich natürlich dieses Ding fertig haben. Dann hier nochmal zur Säge. Ich habe den Griff jetzt nochmal andersrum. Das geht geiler, soll ich nur noch festschrauben. Den Griff ziehst du und hier oben habe ich einen Schalter. Wenn ich drauf drücke, geht sie an und dann geht auch gleich die Schmierung mit los. Dann Schlauch kommt das hoch und kommt dann hier unten schön aufs Sägeblatt drauf. Also das geht mega gut, wirklich. Bin da sehr zufrieden mit. Also auch nochmal an diejenigen, die mir das gegeben haben, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon, wenn das Teil läuft. Das Sägen geht mit der. Aber diese Stahlplatte da unten, die kriege ich nicht, oder die kriege ich bestimmt hier mit, aber das fand ich nun Sünde. Da ist die Säge natürlich optimal für, aber die kommt auch bald in Gang. Das geht jetzt alles seinen Weg. Ja, also ich bin sehr gespannt, aber hier schon mal, das bringt richtig Spaß, muss ich wirklich sagen. Das ist entspannter wie mit der Flex. Jo, das war das. Das Dreieck sitzt schon mal. Das sollte jetzt gut verbraten sein von beiden Seiten, dass das schön hält und so. Also da ja, bin ich jetzt soweit zufrieden mit.
Jetzt geht es nur noch daran, hier gleich zwei Flacheisen und da mit dem Rohr zwischen. Und dann hier unten bin ich im Überlegen, ob das langt. Die Passstöcke, die kommen ja eigentlich an den Frontlader ran oder nee, an die Schaufel ran für die Dings. Das langt, wenn ich die nur hier ran brate. Habe ich die passenden Löcher, ne? Aber das muss ich nochmal gucken, wie das klappen kann. Aber eigentlich sollte dem nichts im Wege stehen. Eigentlich. Ja, dann ist das Ganze schon fertig. Also, sieht das schon mal gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Perfekt. Ja, seht ihr hier mit der Holzplatte, das brennt dann überall ein. Und das wäre jetzt schade um dieses Folie da oben drauf. Das geht dabei kaputt. Also als Schweißtische funktionieren die nicht. Ich habe das jetzt ja nur gemacht. Eigentlich wollte ich auch Balken haben, aber weil die über waren von dem Dreiachser, bot sich das an. Sonst, ich wollte ja eigentlich auch breiter gehen, wie 70. Das sind jetzt nur 70er. Die anderen beiden da hinten bei der Drehbank von meiner Frau sind 75. Ich wollte ja gerne 90 bis 1 Meter eigentlich in Breite haben. Ne? Das ist ein Kompromiss, aber die sind so stark, dass ich nun sagen konnte, nimm sie, die stehen sowieso nur rum. Ja, stellt man hier eben nichts auf den Tisch weiter ab, ne? So denn der Plan. Dann lieber ein paar Borde, dass denn das da oben steht. So, ich habe das jetzt hier mal in die Forke rangehangen. Erste Fail. Scheiße. Ich habe nicht bedacht, dass die ein bisschen weiter innen stehen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Bis jetzt wiege ich die ganze Konstruktion, man soll sich wundern. Also ich denke mal so 15 bis 20 Kilo. Wenn ich da jetzt mal einen mehr reinschweiße, dann ist das auch nun kein Weltuntergang. Oder einen nur so. Ich glaube, das wird sogar besser halten. Habe ich nicht bedacht. Ja, ist wie es ist. Aber sonst ist das gar nicht schlecht. Passt alles. Das sieht gut aus. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich wollte das ja ziemlich weit unten haben, damit ich dann Höhe heben kann nachher. Ja. Müssen wir noch. Ist nicht so dramatisch. Ärgert mich ein bisschen. Aber ich kann es nicht ändern. Ich habe es beim Frontlader immer wieder ausgemessen. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte das direkt hier ausmessen sollen. Dann wäre es mir aufgefallen. Aber wenn du dann Frontlader misst, ja. Naja, aber ist so. Setze ich hier noch ein Quer rein auf beiden Seiten. Dann ist das gut. Dann können die Dinger rangeschweißt werden. Dann sitzt das so. Ja. So werde ich es machen. Soweit fertig gebaut, aber es gibt ein Problem, und zwar das rote Dreieck passt nicht. Wie ihr hier sehen könnt, passt das überhaupt nicht in meine Aufnahme, ist viel schmaler. Der sitzt ja in der Front Hydraulik, der hier, nur hinten passt er auch nicht. Ich würde es gerne hinten haben, dann muss ich das jetzt verbreitern, das geht ja auch.
Ja, ich weiß nicht, das ist hier ein Kommunaldreieck extra, also für Kommunalschlepper, aber anscheinend für ganz klein oder so. Ja, werde ich sehen. Ich hoffe, ich kann das dann zurückschicken, weil so bringt mir das ja leider nichts. Wäre es cool gewesen mit diesem Mechanismus, aber vielleicht kriege ich es ja getauscht. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja irgendwas haben und werde das dann jetzt noch einmal ändern. Und ja, dann hoffe ich, dass die Palettengabe ranpasst, der Beinspieß passt dran und das andere bleibt dann noch aus. So Leute, soweit ist es fertig. Ich bin noch nicht zufrieden damit. Also guck mal, ich weiß nicht, ob das weit genug unten ist für die Palettengabe. Den Oberlenker muss ich nun suchen noch morgen, aber für heute langt das mit der Kette, weil ohne ist natürlich die Gefahr da, dass das dahin kippt. Aber ich will jetzt einfach nur noch die Palettengabe anbauen und dann mal schauen, wie das Ganze aussieht. Sonst ist das schön. Also der hebt natürlich auch sehr, sehr hoch, denn ich kann ihn mal ganz hochheben. Naja, so hoch hebt er auch nicht, ne? Hebt er nicht höher. Ja, man muss abwiegen. Vorne hebt er ein ganzes Stück höher. Wir schauen uns das alles erstmal an. Also ich würde sagen, ich baue das Ding jetzt mal an und dann gucken wir uns das nochmal gemeinsam an. So sieht das Ganze jetzt aus. Das wird morgen eine Katastrophe werden. Ich weiß es jetzt schon, ne? Weil mir fehlt jetzt ein Dreieck. Das heißt, ich muss da irgendwas konstruieren. Ohne Frontgewicht brauche ich gar nicht anfangen, das ist ganz klar. Und ja, einen Oberlenker brauche ich, dass der natürlich ein bisschen strammer ist. Aber das ist auch nicht Ziel der Sache letzten Endes, ne? Eigentlich soll das ja mit dem Frontlader gehen, weil der ist ja auch eine ganze Nummer größer da hinten. Ja, aber gut, weil ich denke mal, ich habe es noch nicht probiert, aber ich schätze, ich kann ihn so aushebeln, ne? Ja. Dann geht er vorne hoch. Ist klar, der wiegt nichts. Ja, also da muss ich morgen definitiv ein Frontgewicht noch irgendwie zaubern. Aber auch das wert. So, das soll es dann aber auch zu diesem Video gewesen sein. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen. Drückt mir die Daumen, dass das klappt. Und bis zum nächsten Mal. Dann hat mich heute wieder Fanpost, ist Fanpost bei mir eingetroffen und wir fangen mal an. Guckt mal hier, schönes Deutz Magiros Buch, Typenkompass. Hallo Stefan, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Vielen Dank für deine Videos, weiter so. Grüße aus dem Schwarzwald, Stefan. Ja, vielen, vielen Dank. Natürlich, Deutz ist Deutz, also mega. Ich werde da mal in Ruhe reinblättern. Hammer cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und dann habe ich noch was bekommen und zwar, ja krass. Alter Schwede, da war ich echt platt. Ich dachte jetzt, da war eine schöne Pizza drin. War so ein schöner großer Pizzakarton, aber tja, war noch was viel Geileres drin. Moin Stefan, hier eine kleine Neuigkeit für die neue Werkstatt, damit nicht nur die Deutz-Kalender in der Werkstatt rumhängen. Ich hoffe, dir gefällt es. Wünsche dir in deiner ganzen Familie ein frohes und vor allem gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib so, wie du bist und mach weiter so. Deine Vlogs sind echt der Hammer und macht immer wieder Spaß, dir dabei zuzusehen. Liebe Grüße aus Niedersachsen, Marcel Siemers. Vielen, vielen Dank. Also das ist echt mega krass geil. Natürlich kann ich damit was anfangen. Also da bin ich echt ein bisschen platt. Mega cool. Jo, dann sind auch wieder viele Pakete noch eingetroffen heute. Und ja, ich werde
die noch schnell mal vorstellen hier. Also, hier hat einer ein Fanpaket geschickt. Hallo Stefan. Hier ein paar Kleinteile. Nee. Kann ich nicht lesen. Kleine Sachen. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Von Max Schröter aus Lehnförden. Darf im Vlog erwähnt werden. Ja, was hat er denn hier Schönes geschickt? Da wollen wir dann mal gucken. Einmal ein Manometer. Oh ja, das kann ich immer gebrauchen. Vielen, vielen Dank. Das ist mega. Und hier nochmal, ist dasselbe? Ja, krass. Hammernett. Vielen Dank. Oh, da ist auch noch ein Zettel fürs Gewinnspiel dabei. Hier noch so viele Schläuche, das kann man auch immer gut gebrauchen. Mega cool. Hammer. Und hier noch für Fettpressen. Hammer. Das ist richtig nett. Vielen, vielen Dank. Beste Grüße gehen raus. Zettel vom Gewinnspiel lege ich schon mal zur Seite. Kommt mit in die Box. Mega. Besten Dank. Oh, hier habe ich auch noch was Schönes. Da ist auch noch gleich ein Gedicht dabei. Und da steht drin, für die Werkstatt, wenn man mal wieder Flex-Geschmack vom Flexen und so im Mund hat. Von Peter Hinriesen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, hier habe ich super viele Anleitungen bekommen. Ich mache das mal einen Stelldurchlauf. Da stand leider nicht dabei, dass ich ihn erwähnen darf. Trotzdem vielen, vielen Dank. Ich liebe sowas, ja. So alte Sachen. Oh, da macht mir eine riesen Freude mit. Hammer cool. Zone, Lanz. Junge, Junge, Junge. Das muss ich nochmal ganz in Ruhe durchgehen. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Hier noch ein schöner Fend. Junge, 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 das hört gar nicht mehr auf. Krass. Ich werde nicht mehr, das ist echt mega nett. Also Wahnsinn. Also viele Sachen habe ich noch nie zu Weihnachten bekommen. Das ist so nett von euch. Wirklich. Also ich weiß nicht, das ist Hammer. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich noch unbekannterweise so eine schöne Kopflampe bekommen. Auch da vielen, vielen Dank für. Freut mich auch richtig doll. Dann habe ich noch was bekommen. Stand leider auch nicht dabei, dass ich ihn veröffentlichen darf. Aber er wünscht sich hier drauf ein Autogramm von mir. Das freut mich auch mega. Geht auf jeden Fall zurück. Hammer. Hast du auf jeden Fall einen guten Geschmack. Und dazu hat er noch jede Menge Poster geschickt. Hammer. Hier auch noch vom Deutz. Das ist der aktuelle von aus der Stark, glaube ich, ne? Mega cool. Also richtig herrlich. Das ist ja der Hammer mit euch. Wahnsinn. Also Poster und Poster, das ist echt hammer cool. Hier noch ein Kalender und noch Aufkleber. Mega, vielen, vielen Dank, das ist richtig nett. Und dann habe ich das noch bekommen, das stand leider auch nicht dabei, dass ich den Namen sagen darf. Aber mega cool. Guck mal hier. Richtig. Also Hammer. Dome Light. Und noch eine große Naschi-Box. Mega cool. Das ist echt hammernett. Also wirklich. Vielen, vielen Dank an euch alle. Das ist so krass, dass ihr so einfach so Sachen schickt und so. Also wir freuen uns da so sehr drüber. Wirklich. Das ist. Weiß ich nicht, das ist so viele Weihnachtsgeschenke, das ist ja echt, ihr seid echt der Hammer. Also ein großer Daumen geht an euch alle raus, wirklich. Vielen, vielen Dank.